Komm, komm, komm. Noch was. Eine. Der Pump ist halt gut, ja. Nach dem Wettkampf, die trainieren. Ja, viele sagen, die pausieren ja, aber du müsstest die Zähne putzen, nicht viel trainieren. Ja. Hast du immer Pause gemacht nach dem Wettkampf? Keine Pause. Hast du auch trainiert? Weil ja, jetzt alles aufgesagt hat, ich will keine Pause machen. Also ich habe vielleicht mal 2 Tage Pause gemacht. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, eine ganze Woche Pause zu machen. Dann habe ich in der Diät gesagt, ich muss diese eine Woche Pause machen. Okay? Das hatte ich auch im Kopf. 2 Tage habe ich ausgehalten. Geht nicht, ja. 2 Tage. Und ab dem 3. Tag habe ich wieder mein Reis und Hähnchen gegessen. Ja. Echt. Ja, aber wenn du so lange drin bist, geht. Du kannst nicht. Du kannst nicht anders. Wie ist du jetzt aber auch immer noch eigentlich recht gut, gell? Sehr gut, ja. Deswegen. Ich bleib mal schön stehen, weil ich esse immer noch Reis und Hähnchen. Ich will früh Haferflocken oder Müsli, halt mit Eiweiß. Ja. Und abends Mozzarella Light oder so. Mit 2 oder 3 Scheiben Toast. Also, Tomaten, bisschen und so. Passt alles. Aber ich esse jeden Tag Reis und Hähnchen. Ja. Schmeckt auch voll. Ja, aber Kartoffeln halt. Kartoffeln esse ich auch mit Steak oder so. Ja. Ja, ich glaube, das bleibt wieder ein bisschen. Das bleibt, ich kann ja nicht den Schrott essen, also ich erinnere mich gut. Ja, man fühlt sich auch scheiße. Also so wie ich esse jetzt, den Tag ist, dann ist das. Ich habe jetzt auch momentan so 108 Kilo, ne? Ja. Ist ja nicht schlecht. Also. Ich habe nur 2 Kilo mehr, hör auf jetzt. Weißt du, alte Schule noch. Da geht es erst mit 120 los. Dass man mal sagt, ist okay. So. Ja, das finde ich, ja. Das ist so krass. Ja. Mein Vater, wie ich dir vorher erzählt habe, hat ja auch trainiert. Ja. Jetzt fängt er schon an, nichts Show zu machen auf der Bühne. Und dann gibt er auch mit mir Vollgas. Wir haben jetzt 20 Uhr. Wir haben ein bisschen davor noch gequatscht. Wir haben noch Autofahrt gehabt. Aber Roland kurz Booster reingekippt und gesagt, jetzt geht's runter. Den Junge zeige ich mal, wo es lang geht. Die Zeit ist scheißegal. Es macht einfach Spaß. Das ist geil. Auf geht's. Komm. Sehr gut. Jawohl. Halt. Ja. Komm. Zieh rein, ne? Geht. Jawohl. Komm. Ja. Noch 3. Auf. Schuh, komm. 2. Hopp. Und letzte. Und rein. Komm, Roland. Komm. Dann machen wir so Reduktionsausmachen. Ja. Echt? Ja, natürlich. Aber dann machen wir es ein bisschen schwerer, okay? Ja. Wir machen 90. Ja, einmal schwerer und dann weniger Wiederholungen. Ja. Wir machen 90, 50, 50. Wie ich, der liebt auch Reduktionssätze. Genau. Mag das voll. Mag das voll. Ja. So. Von diesen Intensitätssätzen gefällt mir das am meisten. 5. Geht. 6. Weiter geht. 7. Und geht. 8. Und geht. 9. Eine. Komm. Jawohl.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Du musst fließen. Fließen. Fünf. Sehr schön. Sechs. Sieben. Komm. Acht. Neun. Noch drei. Zehn. Noch zwei. Und eine. Komm. Und Roland weiß doch gleich, meine Schwachstelle. Breitere Latt brauche ich. Deswegen haben wir Lattziehen gemacht, breit. Als Überzüge hier. Also, der weiß, was er macht. Da sind ein paar Jahre Erfahrung drin in dem Motor. Ja, wir machen erstmal breit. Wir machen, damit er einen breiten Latt kriegt. Und jetzt machen wir Überzüge. Jetzt denken wir halt den Lattismus. Dass der Muskel gestreckt, also gezogen wird. Du bist ein Fan von dem. Deswegen mache ich das immer. Geheimtipp. Einmal ziehen von oben, sofort dann nach denen und dann runter. Und dann wieder von oben. Hast du auch früher mal dich so hingehängt und haben nur gedehnt? So? Ich hab meistens so gedehnt. Halt, ne? Ja. Das gedehnt halt. So? Ja. So halt gedehnt. Dann zieht man den Mann. Der geht halt. Ne? Ja. Auch mal. So halt. Gedehnt. Würdest du sagen, heutzutage die ganzen Athleten sind zu verkürzt oder zu ungenehm? Weil wenn man euch früher gesehen hat, auch auf der Bühne, weißt du, diese gedrehten Posen, ja, das konntet ihr alle. Und heutzutage, die machen so, weißt du, und sind so, ja, die versteift. Genau, die seitliche Pose sind schon, die können die gar nicht eindrehen. Die Soldatenpose, das kennen die gar nicht. Weil die sind quasi in der Mittelpartie, in der Hüfte, viel zu steif. Aber warum? Und auf dem Schulter, weil die Dehnen nicht machen, gell? Weil die Dehnen halt nicht, ist ja klar. Dehnen ist halt sehr wichtig. Wie oft hast du dich so normal gedehnt? Ja, ich habe mich immer im Training schon gedehnt. Und alter Kampfsportler. Spagat machen mit 80 Jahren Oberschenkel, habe ich Spagat gemacht, ohne warm machen, ne? Ja. Ich hab halt Frau und Männer Spagat beides gemacht. Ich wollte auch mein Bein so hoch machen und mich so festhalten. So geil. Dehnst du dich heute noch? Das schaffe ich jetzt nicht. Dehnst du dich heute noch? Heute ja nur im Training. Sag mal, dehnt er sich heute noch? Ja, nur im Training, aber kein Spagat. Also kein Spagat mehr. Jetzt kriegst du einen. Kein Spagat mehr. Das habe ich schon lange nicht mehr probiert. Ja, das stellst du auch besser. Eins. Hier, komm zurück hier. Noch drei. Ich helfe dir. Und noch zwei. Nehmen wir das eine Stück. Eine. Und schön langsam. Langsam. Jawohl. Langsam. Geil. Roland und ich sind jetzt auf Zündermodus. Jetzt sind wir warm gezündet, warm gelaufen, Getriebe. Ja, jetzt machen wir Ruder hier. Also wir sind jetzt auf Temperatur. Wir sind auf Temperatur jetzt. Jetzt kommt Rudern am Kabel für den Rücken-Tiefe jetzt. Dass wir auch Fleisch drauf kriegen hier auf den Kerl. Ja. Gut, dann hier. Perfekte Techniker.
schiebst. Heute haben wir viel gezogen von oben, ja. Viel Latt aktiviert, habe auch Tiefe gemacht hier. Reduktionssätze. Rudern, Reduktionssätze ohne Ende. Also ich werde morgen dich anrufen und sagen, Roland, Krankenwagen bitte. Nee, aber auch nach dem Wettkampf, ihr müsst zwar vorsichtiger trainieren, das stimmt, da würde ich mir zustimmen, genau. Wenn man sich in der Erholungsphase befindet. Aber vorsichtig heißt nicht weniger intensiv. Ich baller jetzt nicht mehr die allerschwersten Gewichte, aber man kann auch, wie gesagt, mit moderat schwerem Gewicht genau. Super Reiz erzeugen. Bis super Reiz und dann bis an die Grenzen oder über genau. Die Grenzen hinaus. Also mal, wir haben heute auch mit riesengroßen Gewichten ja. Gemacht, also auch nicht leicht, ja. Aber halt intensiv ohne Ende. Genau. Und ich habe meinen Latt auf jeden Fall getroffen und ja. Das ist auch sehr wichtig. Man kann ja wachsen. Ja. Erst richtig treffen lernen und dann ein Gewicht steigern. Ja, es geht ums Gefühl halt, ne? Weil ich hab's Ronan auch gesagt, jahrelang zu schwer drin. Also, du siehst halt zu viel aus dem Bizeps dann. Weißt du, 180 gerudert irgendwie ja. auf so, aber genau. Halt nichts aus dem Rücken. Und das ja. Ist, viele Leute kriegen einen dicken Arm ja. Und keinen Rücken und keine Brust. Oder die alles aus der Schulter oder aus dem Bizepsrücken ja. Und ziehen alles aus dem Bizeps. Ja. Ja. Deswegen, genau. Und Ronan sagt, auch ein Oldschooler sagt, weil alle immer sagen, hör, schwer trainieren, sagt auch richtige Technik und dann schwer trainieren. Technik und dann, wenn du erstmal begriffen hast, wie trainiert wird mit Gefühl, ja. Muskel ansteuern, also genau die Muskulatur ansteuern, die man trainiert. Und wenn man Rücken trainiert, musst du Rücken spinnen, nicht den Bizeps oder ja. Den Unterarm. Ne? Okay. Ja. Überleg dir mal, ich trainiere 8 Jahre jetzt, 8 Jahre richtig so, mhm. Und nach 8 Jahren kann man immer noch so viel lernen, deswegen. Man lernt nie aus im Leben, ja. Also man lernt immer. Auch wenn man älter ist und dann man lernt eigentlich immer was dazu. Deswegen. Wenn du denkst schon alles zu wissen, dann bleibst du einfach dumm, weißt du? Ja. Man muss immer lernen, Leben lang sich weiterentwickeln und sowas. Hast du recht. Immer aufs Neue. Gute Worte, ja. Deswegen gehe ich gern zur
erfahrenen Athleten. Ja. Vielleicht auch die jetzt nicht mehr aktiv auf der Bühne sind, aber. Dann gibt es noch ein kleines Sprichwort aus Gießen von Walter Klock, von der Legende, von dem besten Mann in Deutschland. Mhm. Wenn du glaubst, etwas zu sein, hast du aufgehört, etwas zu werden. Ja. Ja, hat er recht. Da muss man sich das vor Augen halten. Das ist wirklich so ein Leben. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Vor allem, wenn Erfolg kommt oder so. Genau. Das habe ich auch schon gesagt, direkt, hey, es darf einem nie zu Kopf steigen, man muss immer direkt. Direkt weiter dranbleiben, genau da weitermachen, wo du gemacht hast und immer weiter voraus und dann wird sich alles bezahlt machen. Ja. Also das Resultat kommt ganz von alleine. Sehr gut. Der Sieg. Das stimmt, ja. Darauf arbeiten wir hin, oder? Go for gold! Ja. So Leute, wir sind durch mit dem Training. Jawohl. Zur späten Stunde schon, aber ich sage erstmal jetzt schon danke, Roland. Mit Wasser und Milch. Mit Wasser, bitte. Immer mit Wasser, oder? Ja. Wie Arnold gesagt hat, ja, nur Bier ist wie Männer. Also wir sind durch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, echt mit dir zu trainieren. Ich sag schon an Roland, wenn ich den jetzt, wir beide zu unserer Primetime zusammen trainiert hätten, das hätte auf jeden Fall gut geknallt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Hat mich so an die Trainings mit meinem ältesten Bruder früher erinnert, weil da haben wir auch immer so einfach gebissen durchgezogen. Ja. Also ist echt schön, ich komme gern öfters vorbei. Jetzt aber nach dem Training, bei einem Shake, den wir gleich serviert kriegen, gibt es noch eine Einschätzung. Ich habe hier ein Bild rausgesucht, das blende ich euch ein. Da will ich mal von Leuten mit Erfahrung wissen, was die an meiner Stelle noch verbessern würden. Und deswegen zeigt es Roland einfach und der darf seinen Senf dazu abgeben. Also Brille, dass er alle Schwachstellen sieht. Also wie gesagt, vorhin habe ich ja auch schon selber gesagt, die Mittelpartie ist super, du brauchst auf jeden Fall mehr Fleisch in der oberen Brust, im Lat und die Arme halt. Mhm. Ja. Und Beine sind top. Und auch von der Form die Beine, auch das Bein von der Seite. Auf dem Bild sieht man es jetzt nicht, aber ja. Ich kenne es ja, ich weiß, wie du von hinten aussiehst. Und wie schon gesagt, du brauchst im Rücken halt mehr Fleisch. Unten am Lateinsatz. Unten am Lateinsatz. Also den Lat oben, den hast du ja, das habe ich gut gesehen, der ist ja riesig. Ja. Aber unterhalb vom Lat, du brauchst mehr Fleisch von unten raus. Und das auch ein bisschen mehr in der Tiefe. Mhm. Und wie wir schon festgestellt haben, der Nacken ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr, dass du keinen Nacken kriegst, ja, wie jetzt in so einem Gewichtheber oder so. Mhm. Oder so ein Hals. Ja. Das muss ja immer noch ästhetisch aussehen. Aber wie gesagt, der Nacken könnte auf jeden Fall ein bisschen besser sein. Die obere Brust halt ein bisschen voller. Und, also schön verteilen die 6 Kilo. Ja, die 6 Kilo. Also ich meine, die Linie ist ja super. Mhm. Du hast jetzt auch die Schulterbreite schön gemacht, weil kompensiert, weil er früher zum Beispiel, aber dann hast du gesehen, genau, auf der Dennis James Classic. Ja. Und da warst du halt obenrum noch schmal gebaut. Ja. Und jetzt hast du das super kompensiert und gut die Schulter aufgebaut. Also du hast jetzt so richtige diese V-Form. Ja. Sehr gut. Also für die Zukunft, ich glaube, das kann richtig was Großes werden. Danke. Ja? Wenn du weiter dran bleibst, geben Gas, weiter. Und Gas gibst und weiter kämpfst wie vorher. Ja. Das heißt, wenn du jetzt Erfolg hast, nicht du musst genauso hart kämpfen wie davor. Das sind die Worte, die ich oder noch härter. Noch härter. Genau. Gute abschließende Worte für heute. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich werde Roland definitiv öfters besuchen, wenn ihr wissen wollt oder wenn ihr irgendwas sehen wollt, was wir zusammen trainieren sollen, aufnehmen sollen, macht es in die Kommentare, wie immer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao aus Münnerstadt. Genau, wir können sehr gerne nochmal, also auf jeden Fall in Zukunft, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ob Roland mich im Bunker in Berlin besuchen kommen soll, hä? Da gehen wir auch voll Gas. Ich trainiere sehr gerne, ich quäle mich gerne, ich mache mich gerne muss kaputt im Training. Sagen, ich zerstöre mich im Training, also es macht mir immer noch Spaß, obwohl ich jetzt bald 54 werde. So, aber ich trainiere schon seit 1982 und es macht mir immer noch voll Spaß. Geil. Wobei ich noch lange nicht geboren. Also, peace. Ciao, ciao.